kommen heute zu einer weiteren Folge von Crusaders of the Lost Idols. So, der Anlass für die heutige Folge ist, dass ich gerade noch in der Mission, The Price of Admission, festhänge und gerade dabei bin, meine Talente zu optimieren. Dazu gehe ich gleich noch im Detail ein, wie und was und vor allen Dingen wie die Optimierung, wie ich da jetzt vorgegangen bin, weil das ist sozusagen der Hauptkern dieser Folge. Aber erstmal noch kurz, wo ist der, ja, was ist aktuell los? Also das Wochenend-Buff ist gerade vorbei und das Carnival of Sorrows ist noch aktiv. Die beiden Crusaders hatte ich über Missionen inzwischen schon nachträglich geholt, weil ich beim ersten Mal bei dem Event gar nicht dabei war. Das heißt, deswegen sind die beiden inzwischen komplett. Tickets habe ich noch längst nicht genug ausgegeben. Das heißt, ich werde auch morgen mich dann noch bemühen, zum einen die 17.000 Tickets irgendwie loszuwerden und das im Free-to-Play dann hier hoch zu pushen. Allerdings brauche ich ja 34.000, um auch Tier 2 nachher noch zu vervollständigen. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich einige von den Time Warps verwenden müssen, um genug Tickets zusammenzubekommen, um letztlich dann auch vom Tier 2 das zu vervollständigen. Von den Ausrüstungen habe ich die aktuell noch nicht komplett, weil ich die Kisten noch nicht eingesetzt habe, sondern das will ich erst machen, wenn ich ja möglichst alle Kisten auf einmal habe, damit ich hoffentlich eine gute Chance habe, die Epic-Sachen hier für die beiden, beziehungsweise auch für die beiden neuen Charakter zu bekommen. Und das ist dann natürlich, ich habe noch kein Free-to-Play gespielt, deswegen habe ich diese 45 Minuten Push jetzt auch noch nicht geschafft. Oder beziehungsweise noch nicht abgeschlossen, weil ich denke, schaffen sollte das überhaupt kein Problem sein. So, hier im Tier 2, die jetzt neu dazugekommen sind, die beiden habe ich schon geholt. Und hier, die haben natürlich jetzt auch noch gar keine Ausrüstung. Und hier eben das Ziel, ich muss 34.000 Carnival-Tickets ausgeben. Und das wird dann noch etwas schwierig sein, das wirklich zu schaffen. Diesen hier, die Fähigkeiten von ihr einzusetzen, von Mindy de Mime, das habe ich schon soweit erledigt, also das passt schon soweit. Soweit also hier für Carnival of Sorrows. Dann hier zu den Objectives, also ich bin jetzt eben gerade hier noch im letzten Objective und das Problem ist natürlich momentan, ich krebel irgendwo bei Level 410 bis 415 rum, das heißt mir fehlen noch über 130 Level, bis ich das abschließen kann, zumindest mit dieser Kiste. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei gewesen, meine ganzen Idols neu auf die Talente zu verteilen. Ansonsten gibt es ja jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Also hier, die sind alle soweit abgeschlossen. Und das Free-to-Play wartet dann, habe ich dann noch gerade 21 Stunden, um die ganzen Tickets auszugeben. Und dann hoffentlich noch einige weitere Kisten zu öffnen. Also aktuell habe ich jetzt 6 Juwelenkisten schon gesammelt, aber wie gesagt, die anderen möchte ich auf jeden Fall noch vervollständigen. Und jetzt hier zum eigentlichen Kernthema, eben die Respec der Talente. Also aktuell habe ich jetzt noch 26.000 Idols, die ich noch nicht wieder vergeben habe, von den 98.000. Und das Wichtige ist, also ein paar habe ich einfach generell, die sind sozusagen nicht im Rahmen der Optimierung, sondern einfach, weil ich die haben möchte, zum Beispiel, klar, die Buttons zur Verfügung haben, hier ein bisschen mehr Gold rauszubekommen, das hat jetzt nicht viele Idols gekostet, die beiden hier, das auf jeden Fall wieder auf Maximum zu holen, damit ich natürlich genügend neue Idols bekomme, also dass ich einfach hier das halbiert habe, statt 500 bekomme ich schon bei 250. Und hier jetzt im Moment noch ein Bonus von 10% für jeweils 100 Level, dass da einfach nochmal mehr zusammenkommen. Die beiden habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen. Hier klar, die Tier 2 Objectives freizuschalten. Tier 3, da warte ich noch ein bisschen. Braucht ja auch 5000 Idols alleine. Und dann hier das Maximum Crusaders, weil da komme ich eh noch nicht so oft hin, dass ich wirklich an diese 5000er Limit komme. Deswegen lasse ich den jetzt dieses Mal außen vor. Da wusste ich vorher noch nicht genau, was der bedeutet. Das lasse ich im Moment noch ein bisschen unten, weil im Moment geht es ja mir darum, den Damage-Bonus, also DPS-Boost sozusagen so hoch wie möglich zu bekommen. Deswegen werde ich den erst dann nach und nach, genauso wie den hier, der sich sozusagen auf die Mission bezieht, erst später wieder aktivieren, wenn ich dann die ganzen Free-to-Plays gemacht habe und dann wieder neue Idols gesammelt habe.
Wir sind auch sozusagen ohne Optimierung. Da habe ich einfach, okay, verdoppelt das Storm Rider Bonus und Storm Building nochmal, dass das zumindest nochmal ein Viertel runtergeht. Und genau, genauso wie die Buffs. Also da habe ich jetzt bloß das letzte Level nicht wieder aktiviert, weil 3500 ist natürlich schon ziemlich viel. Aber auf jeden Fall, dass die Bonus-Sachen von den Warps dann einfach länger halten. Statt 2,5 Minuten jetzt 7 Minuten 15. Und diese beiden hier, die sind auch im Rahmen der Optimierung noch verbessert worden. Da zeige ich euch gleich noch die Zahlen dazu. Und hier, ja, das habe ich auch einfach allgemein optimiert. Einfach damit die Timed Abilities auch für die Booster, wenn ich dort das Kleeblatt zum Beispiel hier weiter verwende, also wenn ich die nutze, dass die ein bisschen länger sind, statt nur 30 Sekunden eben jetzt 45, wobei das wirklich dann nur um das Savage Strikes geht. So, dann die Talente, um die es sich jetzt letztlich für die Optimierung dreht, da habe ich sozusagen mal was vorbereitet. Und zwar hier eine nette Übersicht. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also ich habe mir ein paar Daten zusammengesucht. Das erste ist natürlich hier eine DPS-Zahl. Hier, da muss ich euch noch ganz kurz zeigen, wie aktuell mein Team aufgestellt ist. Also das ist jetzt sozusagen das optimierte Team nach Goldbonus. Ich hätte ja noch ein Team, das möglichst noch mehr DPS hat. Das heißt, das geht dann auf 5,37 hoch 98, hat aber nur 2 hoch 7 und das ja dann 1,15 hoch 8, hat aber dafür eben weniger DPS. Und im Moment ist es mir wichtiger, hier eben möglichst viel Gold zu sammeln, weil ich brauche hier noch 3 Level, damit es hier wieder einen Vierfachmultiplikator gibt. Das soweit zum aktuellen Status. Also mein primär DPS-Maker ist eben der Serpent, the King Draco und natürlich dann entsprechend mit Royal und Animal Crusaders. So, Royal sind hier die aktuell, der nicht, aber der ist zumindest kein negativer, also der zieht nicht runter. Runter zieht im Moment nur der hier, aber der ist sozusagen für den Goldbonus wichtig. Der gibt auch noch einen Goldbonus ab hier hinten für die 4 und sie gibt noch einen DPS-Bonus und natürlich dann auch wieder einen DPS- und Goldbonus über ihn, beziehungsweise über ihn, der auch über Royal und weibliche Crusader mehr Gold bekommt und dann noch hier eher auch als ein bisschen Heilung und zusätzlich auch wieder, da er ja auch ein König ist, hat er sozusagen hier auch die beiden Boni. Deswegen soweit, also der Gesamtbonus eben mit 850%, schon mal als Basis-DPS ganz gut. Und jetzt eben zurück zu den Talenten. Hier die Optimierten, also das sind die beiden, die sind noch gesondert optimiert, weil die jeweils eben die 10% haben und sich dann relativ leicht aufteilen lassen. Bei den anderen ist es schwieriger, weil die sich direkt auf die DPS auswirken. Und da geht es vor allen Dingen eben hier um Passive Critical, Surplus Cooldown, dann Over Enhanced, Set Bonus, Sharing is Caring, Well Equipped und Swap Day. Das ist jetzt keine Optimierung, die sozusagen für jeden von euch irgendwie funktionieren könnte, weil die ist sehr individuell. Zum einen zum Beispiel, mein Draco hat nur ein Epic Gear, dafür ist im Slot insgesamt 3 Epic Gear, was sozusagen dann die Auswirkungen verändert aus einzelnen Skills. Und dann das andere sind hier die Enhancement Points. Je nachdem, wie viele Enhancement Points die anderen in dem Slot haben, gibt es natürlich auch wieder andere Optimierungen. Vor der Optimierung war ich zum Beispiel hier Enhancement Points bei nur 95% Effektivness, während ich jetzt bei 130% bin, was damit zu tun hat, dass es sich eben, zumindest nach meiner Rechnung, angeboten hat, diese Overenhanced weiter hoch zu leveln, als ich es bisher getan habe. So, aber jetzt dann auch zu den Zahlen, weil was habe ich da genau gemacht? Also am Anfang habe ich erstmal hier das DPS, was ihr sozusagen hier oben seht, einfach eingetragen und habe dann von da aus angefangen, also nicht ganz am Anfang, aber ab Surplus Level 6 habe ich dann eingetragen, okay, das kostet mich 41 Idols, um das zu machen
und habe dann, nachdem ich das gekauft habe, zumindest mal eingetragen, ah, okay, es hat mir jetzt so und so viel DPS-Bonus gebracht, das hat so und so viel Prozent, und habe mir dann ausgerechnet, aha, okay, also 1% DPS-Bonus hat mich hier in der Form 2,49 Idles gekostet. Und das dann eben so weiter, weil ihr seht, relativ gehen die Prozentzahlen dann immer weiter runter. Weil natürlich, also bloß ganz kurz zur, wie funktioniert das? Also wenn ich einen Basiswert, gehen wir mal von 100 aus, um 20% anhebe, dann habe ich dann 120. Aber wenn ich dann eben den Basiswert nochmal um 20% anhebe, so wie es ja hier viele von den Equipments machen, hier jedes Level hebt um 20% an, dann habe ich aber der Sprung von 120 auf 140 sind natürlich nicht mehr 20%, sondern die 20 sind dann natürlich schon prozentual deutlich kleiner. Deswegen seht ihr hier, obwohl der Wert höher geht, ist es prozentual natürlich weniger, weil der Basiswert oder der Gesamtwert ist aktuell größer und der Bonus sich immer nur auf einen Basiswert bezieht. Deswegen steigt sozusagen die Kosten, die ich habe, um 1% DPS dazu zu bekommen, einfach immer weiter an. Hier seht ihr es relativ schön. Eigentlich der Zuwachs war, dadurch, dass sich der Basiswert ja nicht verändert hat in der Stelle, bei Passive Critical hier jedes Prozent von Critical Chance, das ist an der Stelle jetzt nur bei 6%, glaube ich, genau 6% hier. Das lässt sich natürlich nochmal pushen, indem ich dann verschiedene Buffs benutze, also zum Beispiel hier. Der Accuracy erhöht natürlich den Critical Click um 10%, was dann natürlich deutlich zu einer deutlichen Steigerung an der Stelle führt. Aber erstmal bezogen auf die Basiswerte, ohne dass irgendwelche Buffs aktiv waren, waren das hier halt eben dann im Verhältnis 3%, die aber natürlich immer teurer geworden sind im Verhältnis. Wie ihr seht, sind hier die Aufstiege. So, wie weit bin ich da jetzt dann immer wieder vorgegangen? Ihr seht, hier wechsle ich dann immer hier dann bis 13. Hier war dann schon 50, deswegen habe ich den hier nicht weiter gemacht, weil ich ja noch günstigere hatte. Und im Moment sieht es dann so aus, dass ich jetzt hier bei Swap Day Level 10 aufgehört habe, wo mich 1% dann 100 Idles gekostet hätte. Das sind sozusagen jetzt die verschiedenen Skills, die ich dort in dem Passiv-Tree letztlich verwenden kann. Und ja, Sharing is Caring ist jetzt sozusagen erstmal auf Rot gesetzt, weil mein Ziel ist jetzt aktuell, das Ganze auf 150 zu bringen. Das heißt, ich verwende jetzt immer die Skills, die hier jetzt noch unter 150 pro Prozentpunkt liegen. Und das nächste, was ich jetzt hier dann euch mal als Beispiel geben möchte, so, der aktuelle Wert ist jetzt bei 2,19 hoch 98. Es kann eben immer sein, wenn ihr zum Beispiel den Storm Rider, das habe ich an der Stelle hier mal gemacht, da hatte ich den Storm Rider eingesetzt, dann kann ich das natürlich nicht mehr linear fortsetzen, dann brauche ich hier so eine Unterbrecherzeile, dann trage ich den aktuellen Wert wieder ein, den ich jetzt als DPS hier in der Anzeige habe, und fahre dann mit dem eben fort und sage jetzt, ah, okay, also zuletzt war eben das Well-Equipped will ich jetzt weitermachen, das hat jetzt den niedrigsten Wert, das heißt, da fange ich jetzt mit Level 9 an und Level 9 von Well-Equipped kostet mich eben 900, ja genau, da muss ich noch den Wert eintragen, also 959, und da kann ich jetzt, weiß ich noch nicht genau, wie viel es mich voranbringen wird, aber das kann ich dann jetzt erstmal eintragen. Und zwar jetzt 2,35 hoch 98. So, das heißt, es hat jetzt wieder die DPS um 1,6 hoch 97 erhöht. Das sind dann 7% und es macht im Moment einen Schnitt von 131. Das heißt, das passt noch so weit. Jetzt würde ich hier natürlich Level 10, hat jetzt über 1000, ich glaube 1030 oder 33 irgendwo in der Dreh, jedenfalls noch unter 5. Und wenn ich jetzt hier annehme, dass das den gleichen Bonus haben wird, weil hier die Boni, ihr seht, das ist sozusagen für einen Typ dann normalerweise immer gleich. Das ändert sich erst beim nächsten Mal, wenn sich halt andere Faktoren geändert haben, dass sich der Basiswert eventuell ändert. Mal gucken bei Well Equipped, genau, vorher waren es jetzt 7,2, weil sich dann der Basiswert jetzt eben geändert hat, wie gesagt, durch verschiedene Anwendungen von Storm Rider Ability und so weiter. Und da kann ich jetzt an der Stelle das schon mal hochrechnen. Das heißt,
2,51 müssten es jetzt sein. Genau, dann hätte ich sozusagen den gleichen Bonus, wenn ich davon ausgehe. Das heißt, er liegt jetzt bei 151. Das heißt, es würde sich noch rechnen. Um den genauen Wert auszurechnen, werde ich das hier mal noch eintragen. 25,593. Damit ich auch wirklich den exakten Wert später habe, der sozusagen für dieses Level ausgegeben werden musste. Okay, also es sind nur 131 gewesen. Das heißt, es hat sich sozusagen im Faktor noch ein bisschen, ist es ein bisschen besser. Und es ist bei 2,51, das passt. Also der Wert habe ich richtig geschätzt. So, da ich gesagt habe, dass ich, dann kann ich jetzt nochmal ein 2,67 wäre dann sozusagen der nächste Step, wenn ich das beibehalte. Und Well-Equip Level 11 wären dann an der Stelle irgendwas so um die 1100. Da seht ihr, das ist jetzt schon bei 172. Das würde ich jetzt an der Stelle noch ausgeben, weil es dann der letzte Schritt über dem ist und weil ich ja doch noch eine ganze Menge habe. Sonst dauert mir das sozusagen zu lange, wenn ich hier zu oft immer Einzelwechseln mache. Okay, das heißt, es ist statt 177, 173 jetzt an der Stelle gewesen. So, das nächste Level werde ich jetzt tatsächlich nicht mehr in der Form machen, aber hier werde ich jetzt das dann letztlich erstmal markieren. Das ist jetzt erstmal im roten Bereich, weil da gehe ich jetzt ganz sicher nicht weiter. Und hier ist jetzt natürlich dann, das hat sich dann erledigt, das Well-Equipped habe ich jetzt weiter aufgelevelt. Und jetzt wäre dann das nächste, der nächste Schritt, einen mache ich mal noch. Mal gucken, Swap Day würde jetzt parallel eigentlich auch wieder dazu passen. Und die haben auch ziemlich schöne große Sprünge natürlich. Da ist ja dann der Effekt, dass eben die drei Epics, die bei den anderen Crusadern da sind, relevant werden. So, hier kann ich jetzt eben das einfach linear fortsetzen. Das heißt, ich brauche hier ja keine Unterbrechung. So, da habe ich jetzt einen Bonus von 2,3 hoch 97. Genau, da kann ich jetzt gleich dann noch den nächsten, weil hier ist jetzt wieder, sozusagen kann ich den gleichen Bonus annehmen. Das heißt, es steigt dann auf 3,13 und hier müssen es jetzt dann auch 1008 sein. Das heißt, hier kann ich jetzt wieder sozusagen so vorab überprüfen, okay, bin ich noch deutlich unter 150 oder um die 150 rum? Ja, dann kann ich den einfach mit aktivieren. Dann lohnt sich das sozusagen an der Stelle eben noch. Aber ihr seht, obwohl die gleichen Stufen haben, habe ich hier halt jetzt im Moment noch einen anderen Damage-Bonus. Das heißt, hier lohnt es sich ja im Moment schon nicht mehr, während hier die Quote noch ganz gut war. Und jetzt das gleiche nochmal, 3,36 wäre dann der nächste zu erwartende Wert. Ah, Moment, hier muss ich noch korrigieren. 3,12 war der Wert nur. Das ist immer so die Rundungsfehler, die natürlich an der Stelle dann noch auftauchen. So, das heißt, hier wären es jetzt irgendwas um 1195, also wahrscheinlich eher maximal bis 94, weil sonst würde er schon aufrunden. Und das heißt, da habe ich mit 161 natürlich noch einen ganz guten Schnitt. Das heißt, hier werde ich das eben dann auf jeden Fall Level 13 noch mitkaufen. Genau, also es waren 1191 und genau 335 hat gepasst. So, der nächste werde jetzt auf jeden Fall, denke ich, hier auch zu teuer werden. Da würde jetzt wahrscheinlich wieder durch die Rundung nur mit 2,2 zu rechnen sein, das heißt 3,57. Und das wäre jetzt irgendwo bei 1284. Ja, das wäre 195. Also die werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht kaufen. Das heißt, an der Stelle wäre jetzt hier auch wieder das Ende erstmal an der Stelle. Also bis Level 13. Und ihr seht, es lohnt sich. Also obwohl die sozusagen unterschiedliche, also obwohl die eigentlich in den gleichen Leveln sind, ist es nicht sinnvoll für mich im Moment hier das Well-Equipped zu setzen. Als das Swap Day auf Level 13, weil eben die Boni sehr unterschiedlich wirken, weil ich ja hier nur ein Epic Gear habe, auf den der durch den der Bonus zustande kommt, und hier habe ich drei Epic Gears, die damit wirken, deswegen lohnt es sich insgesamt mehr,
hier eben noch bis Level 13 durch weiterzugehen. So, die nächsten drei sind einmal noch eben Passive Critical, Surplus Cooldown und der Set Bonus, der hier. Das sind sozusagen die nächsten Stufen. Und ich mache dann jetzt noch einen Vergleich mit dem Surplus Cooldown, weil der eben im Vergleich hier hatte ich jetzt ziemlich hohe Kosten, dafür auch entsprechende passende Anstiege. Also den muss ich jetzt erstmal wieder rausnehmen, weil ich den natürlich jetzt gar nicht umgesetzt habe, sondern jetzt eben das Surplus Cooldown mit Level 30 jetzt weitergeht. Das heißt, da kommt jetzt hier Level 30 rein und hier ist die nächste Stufe bei 397. Und dann mal schauen, was die jetzt für einen Bonus bekommt, der natürlich deutlich niedriger ausfällt, aber trotzdem im Verhältnis, sozusagen die prozentuale Steigerung pro Idle ist auf jeden Fall besser. Ihr könnt ja selber mal ausprobieren, ob es für euch sinnvoll ist, in dieser Rechnung, so wie ich es mache, vorzugehen oder ob ihr andere Optimierungen sinnvoller anseht. Also ihr seht hier, der Steigerung ist nur um 3%, aber trotzdem kostet es mich halt nur 120 an der Stelle, statt dem Tier die nächste Steigerung 160 pro Prozent Punkt DPS Bonus. So, dann jetzt gleich die nächsten. Hier kann ich jetzt wieder sozusagen den Forecast, also sozusagen die Schätzung vorab machen. Das heißt, 3,57 ist dann zu erwarten, wäre das nächste Level. Und das kostet 437, wäre also noch deutlich unter 150, also auf jeden Fall noch sozusagen in dem Rahmen, in dem ich mich gerade bewegen will. 58, okay, ist es sogar noch eins mehr, das heißt, ich habe hier wieder einen Sprung drin, zu sagen, okay, es ist sogar noch ein bisschen günstiger. Der nächste ist dann aber wahrscheinlich entweder wieder 1,1, das heißt 3,69 an der Stelle und damit dann mit 480. So, den mache ich jetzt noch. Mit 156 wäre der noch okay. Aber ihr seht hier mit den Sprüngen, die sind dann doch schon ziemlich erheblich, wo plötzlich dann klar wird, obwohl der ja relativ klein aussieht, lohnt es sich dann doch deutlich weniger und andere sind erstmal dann zu bevorzugen. Also 69, ja, passt. Also Forecast war richtig. Und ja, der nächste Forecast würde jetzt auf jeden Fall, jetzt kann ich wieder mit 1,2, denke ich, rechnen, das heißt 3,81. Weil das ist, wie gesagt, dann so die Rundung am Ende, wo die 0,5 oder irgendwas drin ist, die ich halt aufgrund der zwei Nachkommastellen nicht sehen kann. So, 528, das heißt 162. Okay, den habe ich noch bei 161 mitgenommen, da könnte ich den auch nochmal mitnehmen. Dann machen wir das noch, dann schließe ich den noch ab. Ah, sogar nur 380. Das heißt sogar noch ein Wert weniger, damit steigt er natürlich auf 177. Das ist dann schon ein immenser Unterschied. Das heißt auf jeden Fall, die nächste Stufe wird auf keinen Fall noch sich lohnen. Und die hätte jetzt 581. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall deutlich drüber, über dem zu sagen, ich will jetzt irgendwo um die 150 dann und halt entsprechend drüber liegen. Das heißt, Surplus Cooldown ist jetzt erstmal bei Level 103, also bei Level 33 dann sozusagen eingefroren. Also Passive Criticals und Set Bonus sind dann jetzt die nächsten. Aber ich denke, das Prinzip sollte soweit klar sein, wie ich hier aktuell vorgehe. Ich habe den aktuellen DPS-Wert, der sich einfach aus dem momentanen Spiel hier ergibt, wo ich halt gerade stehe. Das könnt ihr eigentlich an einer beliebigen Stelle machen. Ihr solltet halt bloß nicht ständig im Spiel jetzt die Charakter aufleveln, sondern euch erstmal dann auf die Talente konzentrieren, damit ihr letztlich nicht hier immer solche Sprünge habt, wo ihr dann neu anfangen müsst, sondern dann einfach hier straightforward sozusagen hier runtergehen könnt, so wie ich es hier jetzt mit drei Talenten gemacht habe. Und dann eben zu sagen, okay, wie hoch ist die Differenz, also wie hoch ist tatsächlich die DPS-Änderung erstmal in den absoluten Zahlen und das Ganze dann in Relation zu setzen, eben wie hoch ist sozusagen der prozentuale Bonus und diesen prozentualen Bonus dann tatsächlich auszurechnen, wie viel hat mich ein so ein Prozent DPS-Bonus gekostet, um dann zu sagen, ah, okay, also es ist vielleicht im Moment nicht sinnvoll, Sharing is Caring weiterzumachen, auch wenn ich die Idles hätte,
weil im Moment wäre zum Beispiel Passive Critical eben viel, viel lohnender im DPS-Bonus. Und das Ganze lässt sich letztlich später beliebig fortsetzen. Das heißt, wenn ihr irgendwann wieder mit dem Spielen eine bestimmte Idle-Menge zusammen habt, dann seht ihr, ah, okay, also das nächste Sinnvolle ist eben nicht dann meinetwegen 528 auszugeben, sondern lieber auf den 1100er hier zu sparen, weil der hat dann doch noch eine bessere Quote. Ja, das einfach dann entsprechend fortzusetzen. Dann werdet ihr zwar öfter hier die Unterbrechung haben, weil natürlich ihr hier einen ganz anderen Schadenswert dann nehmt, wenn ihr hier dann ein Level auflevelt. Aber im Prinzip funktioniert es genauso, als wenn hier nur eine Zeile steht und das dann markiert wird. Ihr müsst halt einfach nur im Auge behalten, wo standen die zuletzt. Das heißt, wie war das Verhältnis beim letzten Mal und habt ihr dann den neuen Wert, wie das dann angestiegen ist. Ich werde mich jetzt noch bemühen, so meine restlichen Idols hier zu verteilen und die wieder auf den maximalen DPS-Boost dann zu bringen, damit ich es hoffentlich noch schaffe, diese heute bzw. dann morgen noch die eine Mission abzuschließen und natürlich meine ganzen Tickets noch auszugeben. Weil ich möchte natürlich die Mission auf jeden Fall, die Juwelenkiste bekommen. Und natürlich noch die ganzen anderen Kisten. Also das Free-to-Play sollte normal überhaupt kein Problem sein, weil ich denke, das dauert nur wenige Minuten, bis ich da genug Geld zusammen habe, um dann hier irgendwo den Reset machen zu können. Weil das sind hier dann, bei Native Dragon oder halt auf jeden Fall in der Stufe. Ach ja, eine Neuerung, die ich euch noch ganz kurz zum Schluss mitgeben möchte. Beim letzten Update sind hier sozusagen die letzten Objectives, also der Rahmen ist jetzt voll. Bei den ersten 6 Gruppen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und jede von diesen letzten neuen Tiers oder letzten neuen Missionen hier bietet euch nochmal einen weiteren Crusader, der entsprechend hier eben 21, 22, das heißt die Plätze über 20 hinaus füllen kann oder beziehungsweise dann dort zur Verfügung gestellt werden. Die bekommen ebenfalls Ausrüstung über die normalen Schatztruhen. Das heißt, auch hier bei den Silber- bzw. dann bei den Juwelenboxen werden die mit Ausrüstung versorgt, was natürlich dann auch sehr praktisch ist. Ja, es erhöht auf jeden Fall erheblich dann nochmal also die Möglichkeit, weitere Idols zu bekommen, weil eben ich habe jetzt 250, das heißt, der hier allein bringt mir dann auch schon mal 10 weitere Idols und im Moment wäre ich jetzt bei 369 Idols. Also soweit für diese Folge mit dem Thema Optimierung Talente und Maximierung der DPS-Zahlen mit den Idols, die zur Verfügung stehen. Vielleicht ist ja für euch auch eine interessante Option auf dem Weg, wenn ihr euch nicht so viel Idols habt, dass ihr das alles schon maximieren könnt. Aufzupassen, wo ist es sinnvoll weiter zu optimieren und das Beste aus euren Idols rauszuholen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!